In Sabotage ist Arnold Schwarzenegger Anführer einer Elite-Einsatztruppe der Anti-Drogen-Behörde DEA, die den gefährlichsten Kartellen der Welt den Kampf angesagt hat. Nachdem die eingeschworene Truppe um Teamchef Wharton einen riskanten Angriff auf das Geheimversteck eines Kartells ausgeführt hat, erscheint die Mission zunächst erfolgreich beendet. Doch dann werden immer mehr Teammitglieder nach und nach auf unerklärliche Weise ausgeschaltet. Während die Verluste weiter steigen, gerät die Loyalität eines jeden unter Verdacht. Auch wenn die Haupträume im Action-Thriller Sabotage zum Teil hochkarätig besetzt sind, ist der Film trotzdem nicht so gut, wie man es eigentlich erwartet. Als Thriller hat er einfach so viele Längen, dass es einfach nur noch langweilig ist. Im Film wird so viel geballert, dass die Spannung auch überhaupt nicht zustande kommen kann. Dadurch entwickeln sich auch die eben genannten Längen. Sehr viel Text hatten die Darsteller auch nicht zu lernen und schwierig war dieser auch nicht. Praktisch in jedem zweiten Satz fällt irgendein Schimpfwort. Leider ist es fast immer das gleiche, beziehungsweise nur eine sehr begrenzte Auswahl an Schimpfwörtern. Das heißt, wenn die mal drauf hatten, dann, ja, konnten sie sehr. Arnold Schwarzenegger ist durchgehend klasse und er schafft es, dem Film wenigstens noch etwas Würze zu geben. Man muss sich nur mal vorstellen, Arnold Schwarzenegger mit einer Zigarre im Mund und er ist einfach cool. Wer also Lust auf sinnfreie Dialoge und einen coolen Arnold Schwarzenegger hat, kann sich den Film im Kino ansehen. Aufgrund der vielen Längen und der viel zu übertriebenen Action bekommt der Film allerdings trotzdem nur 4 von 8 Punkten. Und daher kann man sich den Film auch ruhig zu Hause auf DVD oder Blu-ray angucken. Nehmt eure Waffen und Abmarsch. Na los, Mann. Los, los, los. Ich möchte unseren Agents danken, die im Kampf gegen die Drogenkartelle ihr Leben riskieren. Los, los, Flanken sichern. Tür. Ziel ausgeschaltet. Gesichert. Gesichert. Verdammt. Gang 3 reinigen. Bei dem, was wir machen, geht es um Vertrauen. Du bist Herz und Seele dieses Teams. Ranger! Juhu! Die Verhaftung eines führenden Kartellbosses hat zur Beschlagnahmung von Drogengeld in Millionenhöhe geführt. Ja! McNeely? Hier ist was faul. Oh mein Gott. Ich stelle Ihnen ein paar Fragen. 10 Millionen Dollar fehlen von Ihrem Kartelleinsatz. Haben Sie es gestohlen? Nein. 2 DEA-Agents wurden während meiner Schicht ermordet. Wieso denken Sie, dass das Kartell Ihre Leute tötet? Es ist das Geld. Die beobachten uns. Es gibt nur einen Weg, das Kartell zu stoppen. Wir finden raus, wer das Geld gestohlen hat. Es könnte einer aus meinem Team sein. Einer meiner Leute. Einige von uns werden bezahlt, der Rest wird einfach ins Gras beißen. Das Kartell hat Ihre Frau und Ihr Kind. Tut mir leid. Sag John, er soll dich holen, komm. Johnny! Ich werde sie ausradieren.